Hallo und Servus heute zu einer Interviewfolge mit Fritz Stiegler. Den regionalen Zuschauern wird er bekannt sein. Fritz Stiegler ist Landwirt, ist Autor, hat vom Gedichtband bis zum Roman alles geschrieben, hat einige Musicals verfasst und was mich besonders freut, er hat mein Buch gelesen. Und darüber sprechen wir heute. Schön, dass du da bist, Fritz. Ja, gerne. Der gute Ton am Telefon. Mein Seminarthema, mit dem ich unterwegs bin. Ich bin Albert Bachmann, ich bin der Auslastungsoptimierer und ich unterstütze Unternehmen, ich unterstütze Branchen, ihre Terminpläne besser zu füllen und ihre Mitarbeiter optimaler auszulasten. Und ich habe heute einen Bekannten, einen lieben Freund, einen Kunden neben mir stehen, den Fritz Stiegler. Er ist selber Buchautor, er ist Heimatdichter, er hat Musicals geschrieben und er hat mein Buch gelesen. Wir kennen uns schon einige Jahre, tauschen uns beim Haareschneiden oftmals aus und er hat mein Buch gelesen und darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Fritz, erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie ist es, wenn man jetzt auf einmal ein Buch von seinem Friseur liest? Interessant und spannend. Interessant und spannend. Ja, ich bin ja schon Jahre Kunde beim Albert und er muss ja momentan mit mir einige Schwierigkeiten aushalten, weil die Haare jetzt mittlerweile nach hinten wachsen statt nach vorne. Das wird immer schwieriger, die ganze Geschichte. Gesicht wird größer. Das Gesicht wird größer und ich schätze natürlich einfach eine Kontinuität und einen guten Friseur. Das ist mir extrem wichtig dabei. Ich muss mich wohlfühlen in dem Geschäft, wenn ich da komme. Und vor allen Dingen, ich will mich schon auch ganz gut unterhalten können beim Friseur. Wie der Albert das Buch damals geschrieben hat, da haben wir schon im Vorfeld da ziemlich viel drüber plaudert und haben das analysiert, wie das auch gehen kann. Und ich habe mir ein paar Tipps geben können und ja. Und dass das dann aber auch was wird, da war ich mir nicht 100% sicher, weil ich weiß, wenn man ein Buch schreibt, dass das enorm viel Zeit kostet und dass vor allen Dingen, wenn man es einmal geschrieben hat, dass dann der Vertrieb nochmal schwieriger ist. Also ein Buch schreiben ist schwer, weil das Vertreiben noch mehr hinten noch. Und ja, er hat es mir mitgegeben, das Buch, ich habe es gelesen. Und ich habe sehr viele Sachen da drin gefunden, da wo ich mir im Vorfeld in seinem Geschäft eigentlich schon immer Gedanken gemacht habe. Wie macht er das? Wie funktioniert die ganze Geschichte? Und vor allen Dingen, das, was richtig hängen geblieben ist, das ist der Umgang mit dem Kunden, mit der Stimme, was man allein am Telefonhörer schon erreichen kann für positive Signale, dass das Gegenüber, dass man das auf Kost bringen kann. Stimme ist gleich Stimmung, das ist ja so meine Aussage Ja, dazu. genau. Und durch deine Stimme beeinflusst du deinen Kunden bzw. sendest Signale. Ja, und das ist eigentlich genau der Punkt, wo man in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so, dass jetzt die Leute da standorttreu bleiben. Ne? Die wechseln einmal ganz schnell, dann sind sie einmal verärgert, dann gehen sie einmal wieder woanders hin. Und eigentlich ja mit solchen Sachen, die wo jetzt da in dem Buch beschrieben sind, kann man sich die Kunden eigentlich langfristig binden. Und diese Bindung wird ja detailgenau beschrieben, was das für Auswirkungen hat. Ne? Also nicht nur jetzt auf einen Kundenbesuch gesehen, sondern auf Jahre hin. Und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr gut gelungen. Es ist kein Abenteuerroman, das muss man dazu sagen. Und auch kein Kriminalroman. Aber es ist, ich denke, eine Lektüre, wo jeder Kundenbetreiber und vor allen Dingen auch die Angestellten vor die Geschäftsleute das einfach verinnerlichen müssen, diese Sachen. Ich bin jetzt zwar Friseur und habe es natürlich aus meiner Friseurwarte geschrieben, das Buch, aber ich sage immer, es spricht alle an, wo du als Kunde, als Patient, als Klient, als Patient anrufst und sagst, ich hätte einen Termin. Das ist der Friseur, die Kosmetik, das ist der Physiotherapeut, das ist der Arzt, das geht bis hin zum Reifenservice. Alle die können aus meinem Ding was ausnehmen. Ja, können es. Ich meine, schön, es gibt manche Bereiche, da ist das natürlich nicht ganz so einfach. Ich weiß zum Beispiel bei den Arztberufen, ne, wenn man da oft einmal anruft, da hat man oft einmal ein batzerte Leid am Telefonhörer. Und das macht halt sofort einen extrem schlechten Eindruck. Aber ich verstehe die Leute auch wieder, die sind natürlich auch genervt, weil die Leute
auch nichts mehr erwarten können. Da sind jetzt die Friseure ein bisschen einfacher auf dem Gebiet. Ne? Aber trotzdem, Reifenhändler, aber ganz egal, was das ist, aber Buchhändler, wenn ich am Telefon mein Wort gut verkaufen kann und in die Menschen mitnehmen kann, von Anfang an, dann habe ich doch schon halbe gewonnen. Aber ich denke, auch bei den Ärzten trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Die, die einfach nur abarbeiten und die, die ihre Patienten auch als Kunden sehen, die einfach den Leuten mehr geben wollen, die stellen sich schon um. Denn ich trainiere ja schon die ersten Arztpraxen, Ist wichtig, die ja. sagen, hey, ich möchte gern, dass meine Patienten, wenn sie zu uns kommen, sich wohlfühlen. Und oft hast du ja das Gefühl, wie du sagst, sie sind batzig, du rufst an und du denkst, du bist der Bittsteller, du willst was von ihnen. Und das Thema Mindset, ich beschreibe es ja ganz explizit, was denke ich, wenn das Telefon läutet? Und immer wenn das Telefon schellt, steht am anderen Ende jemand, der sagt, kannst du Kohle brauchen? Ob das als Friseur ist, ob das als Kosmetiker ist, ob das als Arzt ist. Wenn du sagst, ich hätte gern einen Termin, dann heißt es, darf ich Geld bei dir vorbeibringen? Das ist die Botschaft. Und das verstehen viele nicht. Aber ich hoffe, das kommt in meinem Buch gut raus, dass man ihm das gelesen hat, dass man ihm einfach merkt, hey, der Umgang mit den Anrufern sollte etwas wertschätzender den Menschen gegenüber sein, um es dem Kunden leicht zu machen, zu dir zu kommen. Ja, und nicht nur das, sondern dass ich den Kunde dann einfach auch nachher, wenn er wieder nach Hause geht, dass ich den einfach schon wieder binde für den nächsten Termin. Und das kann man wirklich mit viel Raffinesse machen, dass der Kunde immer das Gefühl hat, ja, ich stehe an erster Stelle. Ja. Und das wird sehr gut beschrieben da drin und darum mein Kompliment für das Buch. Gut. Ne? Hast du jetzt da was an dem Albert Bachmann was kennengelernt, was du bisher noch nicht gewusst hast? Wie gesagt, wir kennen schon ein paar Jahre. War jetzt irgendwas drin, wo du sagst, so habe ich den überhaupt noch nie gesehen? Oder waren für dich viele Sachen ganz bekannt? Also mir sind im Unterbewusstsein alle Sachen bekannt gewesen, was jetzt beschrieben wird da drinnen. Ne? Ja. Das Buch selber durch das Lesen ist mir das erst bewusst worden, dass ich das eigentlich schon mal irgendwo mal gehört habe und mir Ja. Gedanken drüber gemacht habe, könnte das so sein und nicht. Ja, Ne? gut. Wenn du jetzt den Friseuren, den Kosmetiker, den Physiotherapeuten da draußen einen Tipp geben kannst, was kannst du ihnen sagen zu meinem Buch? Ja, lesen. Lesen. Lesen und vor allen Dingen nicht nur selber lesen, sondern die Mitarbeiter geben, die Lehrlinge vor allen Dingen. Ich halte ganz viel davon, dass die das sofort lernen, wie optimiere ich mein Geschäft. Und das ist, glaube ich, mal der allererste Weg, die Kundenbindung zu holen in Ja, dem Bereich. ich habe kürzlich ein Gespräch mit einer Kollegin, die hat gesagt, sie hat eine neue Mitarbeiterin bekommen und die versteht nicht, warum sie ihren Kunden einen neuen Termin mitgeben soll. Na? Und ich habe einige Kollegen gehabt, die haben das Buch ihren Mitarbeitern geschenkt, als Weihnachtsgeschenk, als Jahresauftaktgeschenk. Ich sage immer, das ist ein Geschenk mit Mehrwert fürs Unternehmen. Und wenn du das deinem Mitarbeiter zukommen lässt und hinterher mal drüber diskutierst, den ein Referat drüber halten lässt, dann kannst du sehen, was hat er rausgenommen und was bringt es für dein Unternehmen. Ganz genau. Es kann natürlich auch Ansporn sein für jeden Mitarbeiter, ob der jetzt Lehrling ist, aber schon länger in dem Geschäft mitarbeitet, der Sprung in die Selbstständigkeit. Und wenn das einer plant, dann ist das Voraussetzung einfach, dass man sich das dann auch traut, weil der Kunde ist König. Und das ist einfach immer das wichtigste Segment in dem ganzen Puzzleteil da drin, dass man sich als erstes einmal den Kunden bindet. Das ist richtig. Na? Der Untertitel von meinem Seminar, von meinem Buch, das, was immer so unterschwellig mitschwebt, wer ans Telefon geht, geht an die Kasse. Und ich erlebe das häufig, dass Leute sagen, sie lassen ihren oder Unternehmer sagen, sie lassen den kleinsten Lehrling ans Telefon. Und ich sage, wer den Hörer abnimmt, entscheidet, was in der Kasse landet. Und darum ist es einfach wichtig, dass die Menschen alle geschult sind, dass die wissen, um was es geht. Dass sie das unternehmerische Denken, wie du sagst, dass sie das unternehmerische Denken einfach lernen. Ja. Ja, und das ist in allen Bereichen das Gleiche. Da wo ich mit den Leuten gut umgehe, kommen es auch gern wieder. Ne? Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass was funktionieren kann. Ja, gut. Das war jetzt ein schöner Abschlussspruch, die Grundvoraussetzung, dass was funktionieren kann. Ich sage herzlichen Dank, Fritz Stiegler. Ein letzter Satz von dir noch.
Ich habe gesagt, der Fritz Stiegler ist Autor und. Jetzt erzähl mal nur zwei, drei Sätze über dich. Du bist bekannt in der Region für deine Musicals. Du hast Gedichtbände geschrieben. Du hast Romane geschrieben. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Und du hast mit einem Projekt hast du ja wirklich über die Grenzen hinweg für Furore gesorgt, mit deiner Mademoiselle Marie. Erzähl mal ein bisschen was über dich und über deine Arbeit, Fritz. Ja, ich hätte es nie schaffen können, wenn ich nicht offen dafür gewesen wäre für Ratschläge. Mhm. Weil ich komme aus dem qualifizierten Abschlussbereich, hätte ich jetzt einmal schon gesagt, ganz normale Schulausbildung, wie es damals einfach war. Mhm. Und da ist es eigentlich nie üblich gewesen, dass ein Landwirt dann einmal schreibt. Mhm. Und das hat enorm viel Zeit gebraucht, bis ich mir das ein bisschen so neu presst habe, das Ganze, wie das auch funktionieren kann. Ich kann du hast Anfang mit Theaterstückli schreiben. Ja, mit Theaterstückli. Und dann irgendwann sind die Musicals von den Karlsbrucher Burgfestspiele, die Librettos und die Liedtexte gekommen. Und da habe ich natürlich auch wieder immer Helfer gehabt, ne? Die, wo mich einmal lektoriert haben, die, wo mich verbessert haben. Und wenn man da mal offen ist dafür, für Verbesserungen, das ist eigentlich der beste Weg, dass man weiterkommen kann. Mhm. Man darf nie denken, ich kann mal wo. Ja. Das ist das Riesenproblem. Das ist dann auch passiert, wie ich da meinen ersten Roman geschrieben habe, da habe ich auch gemacht, ja, das wird jetzt der Nobelpreis hinten noch. Ne? Ja, ja. Ja, und bisher muss man erst einmal richtig auf die Nosen fallen, dass man da einmal eingetaktet wird. Ich lese ja viele andere Bücher auch und dann denke ich mir jedes Mal, Herrschaft Zeiten, da muss ich noch viel lernen. Und manches aber auch verinnerlichen, was andere schon besser kennen. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei deinem Buch. Hinweise, Ratschläge, einfach beherzigen. Alles andere bringt da nicht weiter. Mhm. Die Mademoiselle Marie habe ich gerade angesprochen. Das war ein Thema über Deutschland, Frankreich. Zwei Worte dazu, Fritz. Ja, es ist damals verfilmt worden sogar, das Musical ist in die Kinos gelaufen. Das war für mich dann schon was richtig Schönes. Ne? Ich meine, als Landwirt, ich freue mich als Landwirt auch über, wenn ich einen Gusen dann mir baue ja Haselnüsse bei uns an. Das ist elementar wichtig, dass wir leben können, dass was wächst am Acker. Mhm. Aber wenn irgendein Stück von mir über ein Buch gut ankommt, das ist mir innerlich, geht mir das tiefer, als wenn eine Kultur gut wächst. Mhm. Ne? Mhm. Also so weit bin ich schon wahrscheinlich. Ja. Ne? Und im Moment das neue Projekt? Ja, das ist... Kann man was darüber sagen oder ist es noch zu früh? Ja, es ist... im September kommt ein neues Buch raus bei mir, beim Volk Verlag in München. Mhm. Da habe ich jetzt zwei Verlage gehabt, die wo das drucken haben wollen. Das ist natürlich schon schöne Voraussetzung. Schön, wenn sie die gegenseitig überbieten, ja, ne? Ja, ja, das ist gut. Und das Buch, da zittere jetzt natürlich, spielt in die 30er Jahre bis in die 80er Jahre, jetzt eine Biografie vom alten Knecht, wo Briefe gefunden worden sind, beim Umbauer, Liebesbriefe sogar. Und das ist natürlich heißes Eisen für mich. Ne? Okay. Und da ist jetzt aber gleichzeitig ein Musical draus entstanden, aber das haben wir jetzt natürlich verschieben müssen, wie hier Corona. Tja, wir sind im Jahr 2021 und die Zeiten sind komplett anders, als wir das letztes Jahr gedacht haben. Ja. Und da musst du einfach flexibel sein und schauen, wie kriegen wir es hin. Ja, kommen wird es. Das kommt, 2022 ist jetzt schon sicher, wenn das mit Corona dann funktioniert. Ne? Und wenn es nicht funktioniert, dann spielen wir es halt 2023. Weil kommen wird es. Der Stoff ist immer in der Zeit, das hält. Ja. Das ist ja nie was verloren geht. Ja, ja, ja. Okay, dann sind wir gespannt auf das, was da kommt. Ich sage jetzt vielen Dank. Punkt 1, dass du mein Buch gelesen hast, dass ich ein schönes Feedback von dir bekommen habe, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das alles gut funktioniert und sind gespannt auf die nächste Premiere von dem Heiner. Wird das Musical heißen, das Buch heißt auch so? Hast da so. Na, okay. Ist noch nicht sicher. Okay. Der Titel ist noch nicht 100% sicher, ob der Verlag da nicht andere Ideen hat, aber ich... Das habe ich auch gelernt. Verlage und Buchhändler reden da mit. Ja, ja, die reden mit und es ist ja gut, dass die mitreden. Die müssen es ja... Die müssen es verkaufen, genau. Es gibt da einen regen Austausch. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wenn du irgendwo siehst, Fritz Stiegler auf irgendeinem Buchcover, ist meine Empfehlung, kaufen. Kaufen. Lieber Fritz, herzlichen Dank. Wir sagen liebe Grüße in die große, weite Welt.
aus Röstl. Bis zum nächsten Mal. Servus. So, Adela.